Hallihallo, hallo, ich bin meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge, die Sims 3. Wir sind zurück bei die Sims 3 und ja, sind heute auf der Suche nach einem neuen Grundstück. Hier wäre schön. Aber wir wollen erstmal kein Grundstück, sondern ein Häusle bauen, Was haben wir denn hier? Unmöbliert, möbliert, 22.000 können wir uns nicht leisten. Möbliert 12.000, das ist doch schon eher sowas für uns. Möbliert 16.000, das können wir uns gerade so leisten. Ich würde eher sagen, wir nehmen das hier erstmal. Vorfreude, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer. Ein Schlafzimmer, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer. Wir nehmen das hier erstmal. Obwohl das hier auch cool ist, glaube ich. Ich will mal gucken. Möbliert, abbrechen. So, das möchten wir. Möbliert bitte. Weil dann können wir die Möbel noch verkaufen und so weiter und so fort. Gut, kaufen wir das erstmal. Das Grundstück sieht großartig aus. Du kannst hier noch weitere Grundstücke ansehen und sofort mit dem Spiel beginnen. Okay. Gut, jetzt sind wir gleich drin im Spiel. Und ich bin in einer Sekunde wieder da, denn ich gehe mal zwei Schritte und hol mir mal was zu trinken. Du bleib wieder da. So, ich bin, glaube ich, sogar vier Schritte gegangen, aber habe jetzt was zu trinken und, verlasse das Tutorial wahrscheinlich gleich, weil das Tutorial will ich gar nicht. Ich kenne das Spiel ja schon, ne? Hallo und willkommen bei The Sims 3. Das ist deine neue Stadt, die du nach Belieben verändern und gestalten kannst. Trinke jetzt mal einen Schluck. Siehst du diese grüne Blase? Ja, Tutorial verlassen, bitte. Tutorial verlassen. Wir können das Tutorial jederzeit später nachholen. Jetzt wollen wir erstmal hier in unser Bungalow einziehen. Ist das geil? Oh nee. Das ist Bungalow. So, Wände weg. Das ist Bungalow. So ein Scheiß. Aber ich habe einen Sessel. Geil. Gut, was machen wir denn als erstes? Als erstes will ich reingehen. Hier hingehen. Gut, Play. Da komm ich. An sich, wir bauen uns auf jeden Fall irgendwann selbst ein Haus, aber dazu muss ich erstmal Kohle kriegen, ne? An sich will ich dieses Häuschen, kann man das schön erweitern. Aber an erster Stelle erstmal steht, wer ist, der Postbote. Das ist gut, das ist gut. Komm, so, zack. So, Job suchen. Als erstes suchen wir uns einen Job, der gut bezahlt ist und so weiter und so fort, ne? Denn mein erstes Ziel wird sein, was will er werden? Gesetze, nein. Nein. Läuft gerade, ja, Kartenansicht zu. Gut, also wir wollen jetzt erstmal eine Freundin finden. Im wahren Leben habe ich schon eine, aber jetzt hier müssen wir eine finden. Denn, ja, jetzt gucken wir erstmal nach einem Job. Denn ein guter Job. Politik, nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Aber Militär ist eigentlich ganz gut. Alter, und bloß 4 Tage die Woche arbeiten. Das ist mein Stundenlohn. Nee, aber will ich nicht. Abbrechen. Kannst du erstmal was... Ich hab ein Telefon. Party veranstalten, Party auswärts veranstalten. Umziehen, Telefon stumm schalten, Immobilie ansehen, Sim anrufen. Ich würde sagen, wir kochen uns jetzt erstmal was zu essen. Frühstück essen, Waffeln. Ich muss ja kochen lernen, ne? So, jetzt zoome ich erstmal raus und gucke mal, was haben wir denn hier? Rathaus, okay, da ist das Krankenhaus. Medizinkarriere starten wäre natürlich ganz nice, ne? Was haben wir hier? Bistro. Polizei, Rathaus. Wellnesscenter. Dubioses Lagerhausgesellschaft. Ist auch nicht schlecht. Am alten Pier. Was haben wir hier oben noch? Lama Gedächtnisstadion. Nee. Gibt's auch Feuerwehr? Das wäre ja natürlich das Geilste. Gewächst. Was? Gewachst werden, Alter.
Oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Journalismus, Schreibunterricht teilnehmen, Wirtschaftskarriere starten, Gastronomiekarriere starten, Drinks holen. Nee, wir fangen im Krankenhaus an. Gut. Reinzoomen. Ja, Anton. Da sage ich mal nichts zu. Habe ich überhaupt einen Mülleimer? Ist ja geil. Alter. Alter. Oh. Ist das eklig. Was ist das denn? Fähigkeit, Geschicklichkeit erlernen. Ja, das kriegen wir hin. Ist das geil. Tage bis zur Alterung. Ich habe doch Alterung. Eigentlich habe ich, warte mal. Optionen. Spieloption. Alterung aktivieren. Eigentlich habe ich Alterung aus. Also dürfte das hier nicht fortsetzen. Und wir brauchen unbedingt ein Radio, damit wir Musik hören können. So. Gehen wir erstmal zu ihm. Denn er will jetzt eine Medizinkarriere einschlagen. Mal gucken, als was. So. Organspender. 22 Euro. Ja, nehmen wir erstmal an. So eben Essen angebrannt. Er wird nie wieder vergessen. Sehr schön. Wie arbeite ich denn jetzt? Job. Organspender, montags bis freitags, 9 bis 15 Uhr, das ist gut. In der Zwischenzeit, was haben wir heute? Sonntag. Also, muss ich ja nachher gleich arbeiten, ist ja doof. Dann gehen wir in den Stadtpark. Ich will nämlich jetzt ein bisschen neue Leute kennenlernen. Love, Forest, Love. So, wir wollen jetzt neue Leute kennenlernen, denn wir brauchen eine Freundin. Wir wollen Familie gründen und so weiter und so fort. Aber wir wollen nichts überstürzen. Wir haben alle Zeit der Welt. Ja, würde ich mal so sagen. Es ist natürlich doof, dass hier jetzt keiner ist. Doch da. Guck mal. Wer bist du denn? Hallo. Hallo. Wer sind Sie? Freundschaftlich begrüßen. Sie steht da so komisch. So, zeig mir. Hallo, Monika. Limser. Schönen guten Tag. Lustig. Grimasse schneiden. Gleich erstmal Anmachspruch hier. Mal gucken, wie gut das ankommt. Na, kam das an? Ich weiß es nicht. Spezial, Sinn für Humor. Grimasse schneiden. Freundlich nach Karriere fragen, freundlich plaudern, freundlich nach Hause einladen. Nein, kennenlernen erstmal. So, wir wollen. Nee, kennenlernen haben wir jetzt schon zweimal, wollen wir nicht. Wir wollen freundlich über neue Arbeit reden, das kann man auch machen. Von neuem Haus schwärmen. So. Nein, nicht dahin gehen. So. Ja, dieser Planetenpo. Nein, ich will. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Dann womit ich ja für jeden ein eigenes Zimmer machen. Für mich kann ich ja theoretisch meine eigene Stimme nehmen. Oh. Ich weiß es nicht. Aber sie, was will sie denn mit dem Planeten da? So, wir gucken uns mal die Gesegnung. So, Bekannte. Ah. Ausflug in die Natur entschlossen. Profi, kein Wunder, dass sie so stand. Profisportlerkarriere. Ist logisch. So, ich will jetzt nochmal kennenlernen. Plaudern. Spezial, freundlich. Aha, Monika hält Anton für gesellig. Sehr schön. Ich will Pillen. Ja, und ich bin Arzt. Hier, ich höre dich ab. Ich höre dich ab, wenn du die nimmst. Das ist so geil. Ja, aber Pillen. Pillen sind doch gut. Pillen. Aber, naja. Aber ich will damit ja ein bisschen arbeiten. Ich will die ja nicht nehmen. Bestimmt denkt sie, ich werde Doktor. Vielleicht denkt sie auch, ich bin schon Doktor. Das wäre natürlich noch geiler. Baseball, was will er hier?
Mit jemand, das kriegen wir hin. Das kriegen wir auch hin. Okay, geschickt. Wer bist du denn? Hallo. Biau. Biau. Andrews. Ich zeig mal einen Finger auf dich. So, freundlich. Von Arbeitsschwärmen. Romantisch. Anmachspruch. So romantisch. Genau. Erstmal fragen, ob Single ist hier. Gleich erstmal klären, aber ich will mir nicht in der ersten Folge schon eine Freundin klären. Alter. Hallo. Alter. Ich hab Tickets. Ich bin ein Star. Ah, nee. Ich glaub. Kennenlernen von Arbeitsschwärmen. Danach kommt das erst. Schade. Was hat er hier noch? Buchhandlung besuchen. Über, ja. Buchhandlung besuchen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Anmachspruch. Ui. Leute, nicht so schnell. Oh. Und? Oh Gott. Scheiße. Romantisch. Ich werde ihr so das Herz brechen, glaube ich. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Komplimente über Aussehen machen. Dann reißen wir nochmal einen Anmachspruch. Aha, Schütze. Und Single. Leute, beruhigt euch alle. Nein, also, das mache ich natürlich nicht in echt, sowas hier. Dass ich hier erfahre. Monika ist ein Snob. Wow. Snob. Was ist Snob? Warte mal, ich weiß es gerade nicht. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ist ein Snob? So, Monika. Um Verabredung bitten. Nee, auf Wiedersehen. Tschüss. Ich muss noch andere Leute anquatschen hier. Wer bist du? Anschubsen. Wer ist das? Wer bist du? Gut. An sich. Brech das mal ab. Wir gehen jetzt nochmal eine Runde in die Buchhandlung. Ist das die Buchhandlung? Nee. Dann ist die Buchhandlung auf der anderen Seite. Warte mal, ich zoome einfach mal raus. Da sieht man das besser. Da ist die Buchhandlung, ne? Bücher kaufen. Teilzeitjob annehmen. An sich, so als Single kann man ja noch einen Teilzeitjob annehmen. Da hat man ja keine Verpflichtung gegenüber der Familie. Könnte man das ja eigentlich mal machen, ne? Denn wir wollen Geld. Geld. Oh. Ah. So. Er will kochen lernen, ne? Allgemein Fähigkeiten, ne? Kochen Band 1 nehme ich mit. Geschicklichkeit Band 1. Logik Band 1. Was haben wir hier noch so? Rezepte. Angelbücher. Allgemeines hier. Bildungsangst. Ist auch nicht schlecht. So, Geburts- und andere Vorbereitung. Oh Gott. Die Wirtschaft. Die Rechte der Lamas. Keine Erwartungen. Die Geschichte der Socke. Oh Gott. Wo ist Bella? Ein Abenteuer von Remundi. An sich könnte man auch hier Mord in Schöningen nehmen wir einfach mal mit. So. Gut. Haben wir noch irgendwas, was wir verkaufen können? Nö. Kind Evelyn Noten. Rezepte. Jetzt hat er ja erstmal Kochen Band 1. Das sollte ihm reichen. So. Objekte kaufen. Wah! Ja, warte mal. Den telefonier doch mal mit ihr. Umziehen, Sim anrufen. Plaudern.
Nee, warte mal, stopp. Da. Guck mal, ich habe schon Gerhard kennengelernt. Monika. Gleich die erste, die ich getroffen habe hier. Patz. Reingezogen. Wer bist du denn? Schönen guten Tag. Warten Sie mal. Hallo? So, ach so. Was habe ich gemacht? Was habe ich geschafft? Buchhandlung gegangen? Geil. Shoppen. So. Fähigkeit Logik lernen. Fähigkeit Logik lernen. Gut, du kannst an sich schon mal nach Hause fahren. Zack. Monika plaudern. Nee, gibt's jetzt erstmal nicht. Folgen wir ihm mal. I am fahre Taxi. Ich fahre Taxi. Oh, so schnell. Da hätte er auch laufen können. Ich wohne ja direkt in der City, ne? Wieso habe ich Flamingos? Ich will keine Flamingos haben. So, jetzt. Ist das ein Mülleimer? Ja. Gut. Habe ich einen Straßenmülleimer? Zählt das hier als Straßenmülleimer? Ich weiß nicht. Gut. Denn einmal bitte. Ah, das. Macaroni mit Käse. Das hört sich doch gut an. Und danach könntest du mal lesen. Logik. Erstmal. Oder was willst du? Logik lernen. Buch über Geschicklichkeit lesen. Das geht besser. Lesen, Geschicklichkeit. Weil dann habe ich das gleich schon hinter mir. Dann kann er gleich noch was über Logik. Und dann kann er ins Bett gehen. Denn er muss morgen schon früh aufstehen. Habe ich eine Dusche? Ja, geil, 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 geil. Aber es ist natürlich auch nice, dass ich dann immer schön zum Müll wegwerfen in die Küche, ins Bad laufen muss. An sich sehr schön, diese Bude. Reicht auch für eine Person vollkommen aus. Das nächste Mal hätte ich mal lieber bauen sollen. Das wäre, glaube ich, interessanter gewesen. Als dieses langweilige einfach nur einziehen. Aber jetzt will ich mich erstmal Monika widmen. Monika! So, mal, das wird interessant. So, Anton, du schaffst das. Ich glaube an dich. Hilfe. So. Machen wir mal ein bisschen schneller. Kochen wir ein bisschen schneller, Anton. Ach so. Anton. Ist das eklig. So, essen. Ist das eklig. Ist das eklig. So, danach gehst du nochmal auf Toilette. Benutzen, putzt dir nochmal die Zähne. Dann gehst du ins Bett und schlägst dich schlafen. Schlaf. Das ist jetzt der Tagesablauf. Gut, machen wir mal hier ein bisschen schneller. Damit das hier auch... So, Anton hat die Grundlagen des Gebietes Kochen begriffen. Uah. Gut. Achso, er muss das durchlesen auch noch, ne? So ein Scheiß. So, Anton, was liest du denn da? Da, guck mal, sehr schön. So. Gleich habe ich Geschicklichkeit. Gleich bin ich geschickt. Ich finde das so geil. Ich liebe dieses Spiel. Aber so als einzelne Person ist das, glaube ich, ganz schön langweilig. Wenn man nachher eine ganze Familie managen muss, ne? Dann komme ich persönlich schon an meine Grenzen. Bardum, Jill, Bardum, Jill. Hör auf, dich zu beschweren. Ich hab doch hier schon oben Macaroni mit Käse, Mann. Alter. So, und danach... Nee, warte mal. Bevor du das hier alles machst, vergiss es. Hallo? Säubern. So. Danach kannst du... Zack, benutzen. Hände waschen. Zähne putzen und dann kannst du schlafen. So. Schmeckt gut? Schmeckt gut, wirklich? Sieht total eklig aus. Scheußlich. Alter, ist das ekelhaft. Uah. Ach ja, naja, egal. So. Ich sollte die Grafikeinstellungen mal ein bisschen runter. Vielleicht gehen ja ein Mikro-Ruckler weg. Geh pullern jetzt!
Mr. Bog? Kipolain. Kannst auch morgen noch dran rumbasteln. Aber ich will, dass du das heute noch säuberst. Säubern. Und dann kannst du dich ins Bett legen. Alter, das Mikro ruckeln. Warte mal, ich stell mal kurz die Grafik. Ich habe nämlich vorhin mal ein bisschen rumgespielt und alles auf hoch gestellt. So, okay. Licht und Schatten auf Mittel, Baumdetails auf so. Sichtbare Flächen auf Mittel. Grundstück auf 4. Texturendetails. So, vielleicht läuft es denn jetzt ein bisschen flüssiger. So. Hilfe, ich will nicht. Aber speichern könnte man trotzdem mal. Speichern. Sunset Valley passt schon. Gut, meine lieben Freunde. Das war die zweite Folge von Let's Play Sims 3. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüssikowski und Bussi Bussi. Bis dahin.